Moin, ich bin Katrin und ich bin heute im Bett mit Stefan Ort. Hallo. Wir sind gerade auf dem Summer's Tale Festival und da hast du gestern gelesen aus deinem ganz aktuellen frischen Buch Couchsurfing in Russland. Genau. Über das wir jetzt gar nicht reden. Was? Nee. Mist. Ich stelle dir lauter andere Fragen. Aber es, also selbsterklärend der Titel, ich kann zumindest sagen, Stefan wäre nicht hier, wenn ich es nicht gut fände. Auch gestern bei der Lesung, es lohnt sich auch, also ich habe das Hörbuch angefangen zu hören und es lohnt sich auf alle Fälle, muss man jetzt sagen, dieses Buch zu erwerben, weil da auch ganz viele tolle Fotos zu den Geschichten drin sind, sagen wir jetzt einfach mal. Guck mal, wir halten mal hier sowas mal kurz. Bist du da drauf? Da bist da du. Bin ich. Da bist auch, also das ist eines meiner Lieblingsfotos in diesem Zimmer mit dem, genau. Also das Prinzip ist, du warst Couchsurfen in Russland. Genau. Und hast darüber geschrieben. Und jetzt stellen wir dir Fragen, weil du hast ja auch ganz viele Betten kennengelernt in Russland. Das ist richtig. Stimmt, das ist das perfekte Ambiente. Mist, ich hätte mir nochmal eine perfekte Frage dazu ausdenken sollen. Lass ein anderes Mal, nächstes Findest Mal, finde ich noch. Oder kommt gleich spontan. Kommt gleich. So, ja, aber das wirst du bestimmt auch, wirst du das nach Lesung häufig gefragt, welches, oder, ich glaube, das kam sogar gestern, welches war das tollste Bett oder welches war das schlimmste Bett? Ja, oder? Ja, genau. Ja, das war eigentlich eine der Standardfragen wahrscheinlich, oder? Kommt immer wieder, genau. Das schlimmste Bett war tatsächlich eine Wohnung, wo ich auf dem Boden liegen musste. Die Wohnung war komplett leer, da war kein Möbelstück drin und gut, der Gastgeber hat mich vorher gewarnt, aber ich hatte natürlich jetzt auch keine Isomatte dabei oder so und musste echt auf dem Holzdielenboden dann nächtigen. Und es war auch kein Mensch da und das war natürlich für mich blöd. Also ich will ja immer über die Menschen schreiben, weil ich allein in der Wohnung überlegt, ja, was mache ich jetzt hier? Kommt es drin kommt vor, auch, oder? Ja, das kommt kurz drin vor. So weit war ich dann noch nicht. Aber ist eine kurze Episode, weil es eben nichts über Menschen zu erzählen gab. Ja, ein bisschen spooky war es schon, genau. Aber hat er wenigstens Klopapier reingehängt oder sowas? Oder Handtücher? Nee, Handtücher nicht mal. Dusche ging auch nicht, aber Klopapier war da, ja. Also die Klospülung funktionierte? Das funktionierte, ja. Das immerhin. Wie lange bist du dann da geblieben oder bist du dann am nächsten Tag? Zwei Nächte war ich dann da, Das war kurz. Und hast nicht bei den Nachbarn geklingelt, ob sie vielleicht kurz eine Matratze für dich haben oder so? Nee, da hätten meine Russischkenntnisse auch nicht gereicht. Das war natürlich ein bisschen schwierig. Da war ich etwas begrenzt. Ich habe einen Kurs gemacht, ein paar Wochen, aber Matratze hätte ich nicht gewusst. Ja. Und das tollste Bett? Also jetzt einfach nur vom Schlaffaktor her. Vom Schlaffaktor, nicht von den Menschen, einfach vom Schlaffaktor. Also das war gar nicht mal in Russland, das war einmal in Australien, ist schon 10 Jahre her, das war völlig irre, da war ich bei dem Sohn eines Piloten zu Hause und der hatte eine Villa direkt am Strand mit eigenem Strandabschnitt und ich hatte ein eigenes Zimmer da drin mit einem Queen-Size-Bett nur für mich und konnte täglich eben zu diesem Strand laufen und es war völlig irre, das war besser als jeder Hotelurlaub. Aber das ist ja toll, dass dann solche Leute auch Couchsurfing machen, oder? Ja, also es ist ganz gemischt. Die meisten sind natürlich schon vielleicht Studenten, die eher einfach leben. Ja. Also man muss nicht gerade den größten Komfort erwarten. Ja. Aber ja, manchmal sind dann solche Highlights dabei tatsächlich. Die das dann nicht als Airbnb vermieten, sondern tatsächlich sich noch an dem sozialen Couchsurfing-Gedanken. Das stimmt. Wobei, das ist 10 Jahre her, da gab es das noch gar nicht. Also vielleicht haben die das mittlerweile als das Airbnb, tollste Airbnb für 200 Dollar pro Nacht oder so, So, Rechercheauftrag, bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, ob der das noch als Couchsurfing anbietet. Finde ich raus. Super. In Nord Queensland, Bowen hieß, glaube ich, der Ort. Finde ich raus. Also jetzt sonst kriegt ihr nur noch Anfragen. Ich will dahin. Ist ja, bleibt ja unter uns. Ja, okay, sehr gut. was ist gestern Nacht noch so passiert bei dir? Gestern Nacht? Ja. Komm, wir zählen mal ab 17:45, dann kenne ich die Antwort nämlich, was du gestern um 17:45 gemacht hast. Genau, da war ich bei PJ Harvey, ganz großartiges Konzert. War gestern um 17:45 stimmt warst gar nicht. Du bei Conor Oberst war ich gestern. Mein Gott, PJ Harvey war vorgestern. So kommt man durcheinander schon. Conor Oberst, ganz großartig. War zwar etwas seltsam, ihn bei Tageslicht zu sehen. Vorher habe ich ihn mal in netten kleinen Clubs gesehen. Ja. Das ist immer noch toller, aber das war schon ziemlich toll. Und die Sonnenbrille hat mich genervt. Die Sonnenbrille war komisch. Ja, hat er auch die ganze Zeit nicht abgenommen, das stimmt. Danach war ich bei einem Thai-Yoga-Massage-Workshop tatsächlich. Ich habe alle Bands verpennt und so ein bisschen rummassiert. Jetzt muss man dazu sagen, dass das Summer's Tale Festival sich wirklich dadurch auszeichnet, dass es da auch unheimlich viele total irre oder interessante oder nette Workshops. Also nicht nur tolle Lesungen und tolle Konzerte, sondern... Und was habt ihr da gemacht? Da hat man sich einen wildfremden Menschen einmal durchgeknetet. Also das war eine ganz interessante Erfahrung. In der Mitte hat das eben ein Paar vorgemacht und dann hat man da irgendwelche wilden Verrenkungsübungen gemacht, die aber ziemlich gut waren. Also heißt, man konnte da alleine hin,
kommen, genau, und dann sagen, ja, okay, dich kann ich womöglich anfassen und dann... Genau, die meisten waren schon Paare, also ja. Summer's Tale ist auch sehr paarorientiert, ja, muss man sagen. Ja, und Kinder und Familien und, Kinder, und so. Genau. Also das ist der erklärte Zweck, aber, dieses Festival. Aber also, es gab so ein paar übrig gebliebene und ja, die haben sich, ach, dann spannend, gefunden. Ja. Ach, toll. Ja. Schreibst du im Bett? Ja, manchmal tatsächlich. Ja. Ich habe da so eine Art Kissen, das ich mir auf die Beine legen, ja, kann und tippe dann manchmal auf dem Laptop, aber meistens schon am Tisch. Ja. Aber ich schreibe immer, wenn ich Bücher schreibe, immer woanders tatsächlich. Also ich miete mir dann ein Apartment irgendwo auf einer Insel für ein paar Monate und, ja, muss komplett raus sein. Und schön wäre, gar kein Internet zu haben, das kriege ich nicht hin, ja, aber ich muss einfach raus aus dem, ja, Alltag, um da so komplett fokussiert zu sein. Und dann geht's halt auch in 3 Monaten, so ein Ding fertig zu kriegen. Okay. Aber dann schreibst du auch wirklich von morgens bis, ja, also machst du dir, genau, auch so einen richtigen Tagesablauf, ja, und sagst jetzt hier. 4 Seiten am Tag. Konzentriert. Ja, schon. Ja, krass. Welchen fiktionalen Charakter würdest du gerne zu einer Pyjama-Party, wo ich hier gerade so schön im Pyjama, du natürlich auch unter der Bettdecke. Absolut. Würdest du gerne zu einer Pyjama-Party ein? Oder welche fiktionalen Charaktere? Boah, das ist ganz schön schwierig. Ich würde solche ganz Fragen ja auch hassen, die gestellt zu bekommen, weil dann musste man hier schnell außen. Ja. Doch, weil ich es zuletzt gelesen habe, tatsächlich Naoko aus Naokos Lächeln. Guck mal. Murakami. Ja. Ist das schon eine Party? Na komm, mindestens Party? Noch 1, 2 Leute. Ach so, noch 2. Noch, ja. Wer müsste noch dabei sein? Wir nehmen mal da noch dazu. Ja, die Hauptperson aus Chick könnte man noch nehmen. Ja, sagen, ja. Oder gleich... Wie beide. Ich weiß, gleich beide. Ja. Dann hat man, glaube ich, eine Party zusammen. Auf alle Fälle. Ja. Das passt auch, glaube ich, ganz gut. Ja, das wird lustig. Das wäre lustig. Das, ja, glaube ich auch. Wenn, können wir auch Russisch sprechen ein bisschen. Stimmt. Also mit meinem mit sehr begrenzten Hallo- und Tschüss-Wortschatz. Kannst du mir ein paar Sachen beibringen lassen. Genau. Hast du denn unterwegs dann noch tatsächlich mehr gelernt von den Leuten? Oder? Ein bisschen schon. So, ja, ein paar Sätze, aber... Ja, es war sehr beschränkt. Und das Gute am Couchsurfen ist halt, dass die Leute Englisch können und, ja, dass man sich da dann ganz gut unterhalten, ja, kann. Und die dann dich, ja, auch quasi durch Russland gebracht haben. Genau, und haben auch mit, ja, Übersetzen oft geholfen. Ja. Und irgendwie ging viel mehr, als ich dachte tatsächlich. Ja. Also man kann doch mit sehr vielen Menschen reden und irgendwie oder mit Übersetzungsprogrammen kommunizieren. Irgendwas geht immer. Übersetzung, Google Translate, genau, irgendwas Translate. Ja. Ja. Yandex, okay, Translate ist die russische Version. Das geht sogar mit Reinsprechen inzwischen. Echt? Und dann kommt so eine komische Stimme und sagt das in total schiefem Englisch. Aber man kann ungefähr erraten, was gemeint ist. Also es ist. Das ist ja lustig. Das ist die Zukunft. Ja. Ja, das wird auch immer besser werden, keine Frage. Ja. Wenn dein Bett das Tor in einen Roman wäre, in welchen Roman würde dein Bett führen? Überlegt gerade. Es würde natürlich in meinem Fall ein Roman über Bedsurfing werden. Das heißt, das Bett würde durch die Luft fliegen und ich surfe darauf durch die Gegend. Und dann hätte ich schon, ja, die Nachfolgeserie zu dieser hier. Auf alle Fälle. Ja. Das großartig. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Around the world. Wie viele Bücher jetzt heute in diesem Bett schon quasi, also was hier, ja. Also wirklich. Kreativität. Großartig. Liegt in der Luft. Aber richtig. Also, welche Bücher liegen denn im Moment neben oder in deinem Bett? Da liegen solche Stapel. Ich komme da ganz, ja. Also ich habe immer. Das heißt, dass ich einen ganzen ungelesenen. Ich bin so ein Buchanfangsleser und dann auf den Stapelleger und dann irgendwann wieder vorkrame. Jetzt ist ganz schlimm. Du liest Bücher nicht? Viel auch, was ich dann so für die Vorbereitung zum Beispiel lese für eine Reise, dass ich dann ganz viel über das Land lese und, okay, und viel so quer gelesen. Und also da stehen immer gigantische Stapel und. Ja gut, jetzt so Reise- oder Städte-Sachen, die liest man jetzt auch nicht unbedingt von vorne bis hinten. Genau. Aber so Romane irgendwas? Ja, also im Moment liegt die New York-Trilogie von Paul Auster wieder oben tatsächlich. Ja. Die habe ich mal wieder rausgekramt und wiederentdeckt. Das ist auch echt Ewigkeit mehr. Ganz großartig. Ja. Ja, stimmt, das könnte man gut mal wieder. Wenn du dir aussuchen könntest, Autor, Autorin, darf auch tot sein, wer einen fiktionalen Charakter auf dir beruhend schreiben sollte, wer sollte dann dich in einen Roman schreiben? Das sind also Fragen, die man sich sonst niemals stellen würde. Genau.
Das ist ja das, was wir uns gerne auf die Fahne schreiben, so Fragen, die du auch sonst wahrscheinlich im Leben höchstwahrscheinlich eher nicht nochmal gefragt wirst. Absolut. Kafka wäre ganz gut. Das würde interessant werden. Ja. Da hätte ich auch wenig Spaß vielleicht, aber es würde hochinteressant werden. Da kämen dann auch lustige Couches und Wohnungen bei raus, wahrscheinlich, absolut, in denen du landest. Hast du neben deinem Bett ein Notizbuch? Ja, immer. Ja. Ich wache manchmal um 3 Uhr morgens auf und muss was aufschreiben. Es ist schrecklich. Und dann schlafe ich auch wieder 2 Stunden nicht. Aber die Kreativität kommt leider manchmal in den falschen Momenten. Aber ich muss da ein Notizbuch haben. Das geht gar nicht anders. Das ist lebenswichtig. Guck mal, die nächste Frage ist nämlich, ob du manchmal mit einer Idee aufwachst und dann eben wach bist. Und dann kannst du so lange nicht einschlafen. Ja, manchmal schon. Ja. Also wenn ich sie nicht aufschreibe, und also der Witz ist, wenn man sie nicht aufschreibt, ist sie tatsächlich weg am Morgen, die Idee. Man denkt in dem Moment das ist so eindeutig, das ist ja völlig klar und das wird man nie verlieren, diesen Gedanken, und der ist wirklich weg, 3 Stunden später, das ist ganz verrückt. Nele sagte gerade, wenn die Idee gut genug ist, dann weiß ich es ja am nächsten Morgen auch noch, hätte ich auch super Angst vor, würde ich auch denken, Ich bin auch generell ein extrem Notizenschreiber, also ich renne manchmal aufs Klo, wenn ich auf einer Party bin und schreibe auf dem Handy ganz schnell Zitate auf, damit ich die dann als wörtliche Rede verwenden kann. Also ich muss das sofort haben, damit ich es nicht vergesse. Sonst habe ich auch keine Ruhe mehr für den Rest des Tages, wenn Wie da was Gutes war. Wie viele Notizbücher sind so hier drin? Es ist ganz viel Smartphone tatsächlich. Ja, okay. Also diesmal habe ich die Notizen fast komplett im Smartphone gemacht. Ist auch sonst nur unterwegs schwierig, wenn du 150 Notizbücher hast. Und das habe ich tatsächlich diesmal ganz extrem betrieben und gemerkt, dass das zum Beispiel in fahrenden Autos oder in Situationen mit anderen Menschen kann man es auch super machen. Weil es so auffällig ist. Genau, die denken halt, ich bin irgendwie WhatsApp-süchtig, das wird dann ein bisschen unhöflich, muss man leider dann manchmal in Kauf nehmen. Und heutzutage fällt das ja auch nicht mehr so auf. Genau, aber dadurch kann ich halt, wenn ich unter Menschen bin, das mache ich selten. Also manchmal nehme ich Leute auf, mit denen ich spreche, wenn das eben abgesprochen ist, aber Sprachnachrichten mache ich eigentlich nicht, weil ich dieses Abtippen so fürchterlich hasse. Das ist dann der schlimmste Job am Schreiben, ist aufgenommene Töne abtippen. Das ist stupide. Du bist ja auch Journalist, deswegen hast du da durchaus Erfahrung, wie anstrengend das ist. Ja. Absolut. Ich habe mal ein paar von diesen Interviews verschriftlicht und schon allein das hinterher. Und dann merkt man auch immer, was für ein harter Job Übersetzen ist. Total, bewundere ich völlig. Ja. Wie lange ich an einer Seite sitzen würde. Ich habe jetzt auch gerade mein Buch, da gibt es eine englische Übersetzung und da muss gibt ich dann... Gibt es schon? Die kommt also nächstes Jahr. Okay. Und, also vom ersten oder von dem? Von beiden kommt, aber erst kommt das Iran-Buch nächstes Jahr. Und das Gegenlesen, das hätte ich auch gedacht, das liest man so in einem Tag mal so weg. Aber das hat echt eine Woche gedauert, bis ich da alle Korrekturen auch wieder drin hatte. Ja. Und dass es noch wieder nach dir klingt wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Also das kann man unterschätzen. Ja, wichtiger Job. Spannend. Schwieriger Job. Wir kommen zur letzten Frage. Boah, schon. John? Und ich möchte dich vorwarnen, weil das habe ich eben nämlich vergessen. Ich hätte unheimlich gerne als Antwort nicht Keins oder Staub. So, die letzte Frage ist, weißt du schon, erinnerst du dich? Nee. Nein. Welches Monster schläft unter deinem Bett? Boah, das Monster, was meine Ideen frisst, die ich mitten in der Nacht habe und nicht aufschreibe. Ja, guck mal, das ist schon da. Hast du ein Reisemonster oder hast du manchmal unter unterschiedlichen Betten unterschiedliche Monster gefunden? Weil ich meine, du hast jetzt auch Frage, die dir wahrscheinlich häufig gestellt wird, in wie vielen Betten schätzt du so ungefähr, hast du jetzt in deinem Leben schon so geschlafen? Also nur Couchsurfing sicher 200 und mit Hotels dann 400, 500, 600. Ja, krass. Ja, gut, jetzt bei dir auch Berufs-, also sagen wir mal, wir nehmen mal die 200 von Couchsurfen, weil das andere ist jetzt berufsbedingt irgendwie, also Reisejournalist, da kommt man halt auch schon nochmal irgendwie ein paar andere Betten unterwegs. Ja. 200. Ja, vielleicht leben da schon verschiedene Monster. Ja. Das glaube ich schon, weil jedes Zimmer ja auch anders ist und die Stimmung immer ganz anders und die Nächte anders. Die Geräusche der Nacht sind verschieden in jeder Wohnung. Und da wohnen definitiv ganz verschiedene, alle Sorten von Monstern, die man sich vorstellen kann. Ich sehe dich jetzt schon auf der nächsten Reise, wie oft du an mich denken wirst, in dieses Interview denken wirst, wenn man mal nachguckst, was ist jetzt hier drunter. Absolut. Das wäre auch nochmal schön. Immer Fotos von unterm Bett. Ja, das stimmt. Was da wohl so alles zum Vorschein kommt. Guck mal, heute werden hier Ideen ohne Ende. Also, so, pass auf, wir machen jetzt zum Abschluss nochmal den wir eben auch schon mal gemacht haben. Nämlich, kannst du jetzt schon? Ja. Vergesst nicht. Vergesst nicht. Unterstützt.
unterstützt. Den tollen kleinen Buchladen bei euch um die Ecke. Den Buchladen um die Ecke. Und kauft Stefan Ort, Couchsurfing in Russland lohnt sich auf alle Fälle, tatsächlich. Also aus ganz viel, also und vom Unterhaltungswert, vom auch so Russland kennenlernen Wert, vom Foto, also lohnt sich auf alle, kommt, lohnt sich. Hängen. Tschüss da draußen. Ciao. Moin, ich bin Katrin und ich bin heute im Bett mit der Autorin Nele Polacek und Stefan Ort. Alles über das Buch reden wir dann da. Machen wir jetzt nicht, weil jetzt ziehen wir hier, weil Nele muss zum Zug. Durch einen Booktag, der, wir haben eben beschlossen, auf Deutsch übersetzt, heißt Herrscherin über die Bücher.